Hey ho Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch im Start. Es ist endlich soweit, die Minilobbys haben Einzug erhalten und zwar anscheinend für eine ganze Weile. Also ich habe mich gestern eingeloggt, zwischen 23 und 3 Uhr durchgezockt, einfach nur gesuchtet, weil es so viel Spaß gemacht hat. Locker fluffig durchgegangen, die Lobbys waren richtig klein, erst hatte ich 6 Spieler, dann waren es 3 Spieler, dann hatte ich nur noch einen einzigen Mitspieler mit mir in der Lobby. Ich hatte dynamische Events ohne Ende, teilweise Sachen, die ich ewig nicht gesehen habe. So viele von diesen Schwarzbrenner Straßensperren, dass ich irgendwann mal gar keine Lust mehr hatte, die ganzen Gegner zu machen. Ich bin einfach nur noch zu dem Wagen gegangen, habe die Kiste aufgemacht, mir den Schwarzgebraten geholt, die goldene Taschenuhr und bin wieder abgedüst. Und keine Minute später hatte ich schon wieder das nächste dynamische Event. Es war einfach nur genial. Und das Schöne ist, ich habe mich gerade eben nochmal eingeloggt, 18 Uhr. Und die kleinen Lobbys sind einfach immer noch da. Also falls ihr jetzt Zeit habt und Bock habt, meldet euch an, geht rein und zockt mal eine Weile, weil jetzt gerade ist es so gut wie noch nie, um auch legendäre Tiere abzufarmen. Und natürlich auch die dynamischen Events. Es läuft einfach gerade alles super. Man muss dann auch ganz einfach und nüchtern betrachten, dass es wesentlich besser läuft, wenn weniger Leute in der Lobby sind. Ist zwar ein trauriger Zustand, aber einer, mit dem wir leben müssen, ne? Und dementsprechend ist es so genial, dass momentan diese Minilobbys unterwegs sind, dass Rockstar, gewollt oder ungewollt, dafür gesorgt hat, dass es nicht mehr zu der Fusion von vielen verschiedenen Lobbys kommt. Normalerweise ist man immer so mit 3 oder 4 anderen Leuten unterwegs, aber diese Lobby wird eben mit einer anderen verschmolzen und dann noch mit einer und noch einer weiteren, sodass man dann eben immer mit 20 bis 25 Leuten zusammen auf einem Server ist. Und das passiert momentan eben nicht mehr. Man ist, wenn man sich jetzt einloggt und wenn man auch die Lobby wechselt öfter, gar kein Problem, immer nur mit 2, 3 anderen Leuten maximal in einer Lobby unterwegs. Genauso wie auch schon vor ein paar Tagen. Da lief es ja von 12 Uhr mitternachts bis um 12 Uhr mittags oder so. Also in der Zeit, wo man als Deutscher normalerweise nicht unbedingt zockt. Aber jetzt ist es immer noch der Fall. Und das seit ungefähr Mitternacht. Also es scheint ein dauerhafter Zustand werden zu können. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich habe mich eingeloggt, direkt nur ein anderer Spieler dabei. Hinter mir spawnt direkt eine Schwarzbrenner-Mission. Einfach so im Freeroam, direkt. Ja, ich habe mich eingeloggt, keine 2 Sekunden später ist die Mission da. Und das passiert dauernd. Man reitet von einem Punkt zum anderen, auch die ganzen anderen Inhalte laufen. Schwarzbrennerhütte, kein Problem mit so wenigen anderen Spielern. Tiere sind da, keine Fehler mehr. Pferd macht keine Anstalten, sich zu bewegen. Schnellreise funktioniert. Es klappt einfach alles und das ist so wundervoll daran, dass es eben mit weniger Spielern auch so gut läuft und dass man eben auch diese ganzen dynamischen Events endlich mal mitbekommt. Und natürlich zählen da auch die legendären Tiere darunter. Das ist ganz wichtig, falls ihr die also jetzt ausnutzen wollt, spielt auf jeden Fall heute noch. Ich weiß nicht, wie lange diese Lobby noch anhalten wird. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es ein dauerhafter Zustand wäre. Auch wenn man sagen muss, und das ist ein legitimer Kritikpunkt, dass wenn man Solo spielen will, natürlich auch der Singleplayer dafür gedacht ist. Und dass der Multiplayer natürlich schon von mehreren Leuten bevölkert werden sollte, als nur von einem anderen Spieler, dem man wirklich so gut wie gar nicht begegnet. Auch als ich in der Lobby mit 6 anderen Spielern war, ich bin quer über die Map geritten und habe nicht einen einzigen davon gesehen. Und da muss man schon sagen, ja, das ist nicht der Sinn vom Online-Modus, dass man die Welt alleine erkunden soll. Aber auf der anderen Seite muss man auch einfach sagen, wenn es dafür sorgt, dass das Spiel besser und runder läuft, dann hat das auf jeden Fall Priorität gegenüber den vielen Spielern in einer Lobby. Also wenn Rockstar jetzt erstmal eine Auszeit braucht, erstmal diese Lobbys verkleinert, damit erstmal überhaupt alles rund läuft, so wie vorgesehen, dann macht das wirklich gerne. Noch dazu kommt das Argument, dass man nicht nur weniger Griefer hat, sondern auch noch weniger Hacker. Gerade auf dem PC ist das ein Riesenproblem. In fast jeder Lobby gibt es einen Hacker, der einfach nichts Besseres zu tun hat, als Leute die ganze Zeit zu töten, auf mysteriöse Art und Weise. Am besten noch unter dem Deckmantel von einem anderen Spieler, das passiert gerade bei Streamern unglaublich oft, dass diese Streamer von Hackern invaded werden quasi, wie bei Dark Souls, dass die dann deren Namen annehmen und dass die dann in deren Namen lauter Leute töten, ne, damit eben alle den Streamer reporten aufgrund von Hack-Gegengeschichten, obwohl eigentlich der Streamer überhaupt nichts dafür kann. Es ist unglaublich, was da gerade passiert. Darüber kann ich auch noch mein eigenes Video machen, aber gerade diese Hacker sind natürlich auch mit sehr, sehr geringerer Wahrscheinlichkeit in einer Lobby, wenn es eben nur 2, 3 andere Spieler in dieser Lobby gibt. Von dem her auch für die PC-Spieler durchaus ein Vorteil momentan. Und dann kommt, wie gesagt, noch die Geschichte mit den legendären Tieren dazu. Und die sind super selten. Ich verstehe auch, dass die super selten sein sollen. Und wenn man eben alleine ist oder mit wenigen anderen Spielern in der Lobby,
dann tauchen die nun mal einfach öfter auf. Ist ja auch klar, man muss sich die Beute auch nicht wirklich aufteilen. Man muss auch gar nicht um die legendären Tiere kämpfen. Und das kann wirklich ganz, ganz frustig sein, wenn man mehrere Stunden gebraucht hat, um dieses legendäre Tier zu finden, um dann von irgendeinem anderen Spieler abgefarmt zu werden und der klaut dann einem einfach das Tier. Das ist super nervig und das kommt in diesen Lobbys natürlich so gut wie gar nicht mehr vor. Wie gesagt, ich bin quer über die Map geritten und habe niemanden gesehen. Also gerade bei legendären Tieren braucht ihr euch da gar keine Sorgen mehr zu machen. Es gehört natürlich irgendwie schon zum Spiel dazu, dass man sich um die Beute so ein bisschen streitet. Aber das ist nicht mal eine Griefer-Geschichte. Jeder, der so einem legendären Tier begegnet, dadurch, dass die eben so selten sind, dadurch, dass sie so begehrt sind, dadurch, dass man sich daraus eben exklusive Sachen machen kann, nicht nur Geld, sondern eben diese Mäntel, dadurch werden die natürlich umkämpft wie sonst was. Also wenn ich ein legendäres Tier finde, auch wenn er ein anderer Spieler ist, ich werde natürlich trotzdem versuchen, dieses legendäre Tier irgendwie zu schnappen, weil ich natürlich auch immer dann denke, ja, ich habe vielleicht auch ein bisschen Anspruch darauf, weil ich das eben auch jetzt entdeckt habe, auch wenn ich nicht der Erste da war. Ganz schwieriges Thema. Also ich würde auch nie jemanden angreifen, der zum Beispiel gerade ein Fell abgezogen hat oder das Fell vom Rücken des Pferdes klauen, ist auch super grässlich. Ich würde halt höchstens den Moment abpassen, wo jemand gerade im Kampf mit dem anderen Raubtier ist und da verliert. Und in der Zeit, wo der respawnt und wieder herkommt, würde ich mir auch mal den Versuch gönnen und das legendäre Tier abschießen, ne? Und dann eben halt genau das Timing erwischen, wo ich das eben schnappen kann, ohne dass der mir quasi böse ist. Ist aber ganz schwierig wirklich. Und diese kleineren Lobbys sorgen halt wirklich dafür, dass das Problem perfekt gelöst ist. Man muss sich mit niemandem darum streiten, hat mehr als genug. Ich habe jetzt 2 legendäre Tiere innerhalb von den 4 Stunden gefunden. Und ich denke, das ist auch eine ganz gute Ausbeute. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig, so alle 2 Stunden mal ein legendäres Tier zu finden. Inmitten von diesen ganzen dynamischen Events ist, denke ich, genau die richtige Lösung. Und hier zum Beispiel beim Wildschwein, habt ihr vorhin gesehen, das war einfach mitten in der Nacht bei trockenem Wetter. Und was steht natürlich auf der Online-Karte? Ja, da steht, dass es eigentlich an Tag bei Regen kommt. Also weder die Wetterbedingungen noch die Tageszeit war erfüllt und trotzdem ist das Tier gespawnt. Also es ist alles möglich, ihr braucht euch wirklich um diese Wetterbedingungen, um diese Tageszeiten gar nicht mal so viel zu scheren. Die Wetterbedingungen sind noch eher wichtig, denke ich. Da sind mir schon öfter Tiere gespawnt, auch bei einer anderen Tageszeit. Aber es kann auch wirklich komplett random sein. Also das erhöht anscheinend nur ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, ist aber kein ausschlaggebender Faktor. Ich habe auch endlich mal wieder das dynamische Event entdeckt, wo mal jemand mit der Kutsche abhanden kommt. Das habe ich ja wirklich ewig nicht gesehen. Und ihr habt es auch gesehen, als ich da vorbeigeritten bin, ist einfach direkt vor mir diese Kutsche erst gespawnt. Also es ist wirklich in einem Umkreis von 10 Metern oder sowas, dass diese dynamischen Events vor einem aufploppen. Es ist richtig geil und das macht auch einfach mal wieder Spaß, quer durch die Map zu reiten, wie schon gesagt, ohne irgendein Ziel zu haben, einfach mal gucken, was einem so erwartet. Und das ist gerade bei diesen vollen Lobbys, sind das meistens nur Griefer, die einen erwarten, und weniger dynamische Events, weil es eben kaum welche davon gibt. Und wenn, dann sind das irgendwelche standardmäßig bekannten Sachen, mal ein Versteck, mal eine Schwarzbrenneraufgabe. Aber in diesem Rhythmus, in dieser Schlagfrequenz, habe ich das noch nie erlebt. Aber jetzt kamen auf einmal so viele nacheinander, dass ich angefangen habe, die teilweise zu ignorieren. Und dabei wusste ich gar nicht, dass man dafür negative Ehre bekommen kann. Ich habe die einfach noch nie davor ignoriert, weil ich die früher immer angenommen habe, weil die so selten waren. Und jetzt kommt einfach eine Minute später die nächste Escort-Mission. Wenn ich die ignoriere, kommt der nächste Überfall. Wenn ich das ignoriere, kommt die nächste Person, die ich vor einem Alligator retten muss oder jemanden, der auf dem Baum gekraxelt ist und der Wolf unten bellt, den ich erstmal erledigen muss. Und auch sogar komplett neue fremde Personenmissionen bzw. dynamische Events sind auch aufgetaucht, wie zum Beispiel in dem Bettler, das habe ich auch schon öfter gelesen in den Kommentaren, der jetzt zum Beispiel in Saint-Denis öfter mal unterwegs ist, wo man ein bisschen was spenden kann. Den kennt man auch aus der Story-Mission, ist auch neu dazugekommen mit dem Naturkunde-Update, habe ich davor noch nie gesehen. Jetzt in der Lobby ist es eben möglich und da zählen eben auch diese ganzen Schatzkarten-dynamischen Events dazu. Die habe ich schon mal vorgestellt, die waren quasi nicht mehr vorhanden seit ein paar Updates, weil einfach so selten waren, unglaublich. Also da waren selbst legendäre Tiere, nichts dagegen. Schatzkarten, dynamische Events zu bekommen, galt eigentlich als unmöglich, galt als ausgestorben. Jetzt auf einmal sind die wieder zurück. Also ihr merkt schon, wenn ihr mal in Ruhe mit euren Freunden zocken wollt, einfach mal die Welt erleben wollt, dann ist jetzt der geeignete Zeitpunkt dafür. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Rockstar einfach immer die Möglichkeit für diese Lobby anbietet. Gerne auch als separate Lobby, gerne eine Lobby anbieten, wo 20 Spieler unterwegs sind oder mehr. Und eine Lobby, wo man mehr oder weniger alleine ist. Das gibt es ja auch bei GTA, ist ja auch kein Problem, wenn man da zum Beispiel ein paar Missionen davon ausschließt, die man da nicht machen kann. Zum Beispiel die Fernlieferung vom Händler.
Da soll ja auch immer so ein bisschen Risiko dabei sein, dass andere Spieler diese Lieferung angreifen könnten. Verstehe ich auch. Dann macht die gerne nur möglich in dieser vollen Lobby. So ist es bei GTA ja auch. Ja? Aber macht auch einfach mal eine Solo-Lobby möglich, wo man in Ruhe jagen kann, wo man in Ruhe dynamische Events erleben kann. Das macht einfach nur Freude. Ihr merkt es ja gerade bei mir, ich schwafel hier pausenlos davon, was für ein geiles Erlebnis ich hatte. Und deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, nutzt das jetzt hier wirklich aus und macht euren Jagdwagen voll mit legendären Fällen. Ich verabschiede mich an der Stelle erstmal wieder mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Christa der Joker, René, Markus, Matze, Robin, Ralf, Kevin, Big Chris TV, Lil Assassin, Kuruka, Blackout, Dragon TV, Tamara, der Lukas und Christian. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut. Und ciao. Boom. Ba-ba-dam, boom. Ba-ba-dam, bam. United Potatoes. United Potatoes. Potatoes, Potatoes. United Potatoes.